nicht so gut, dass man ein endgültiges Urteil fällen könnte, aber ich wage zu behaupten, dass es keine Sprache gibt, die so unverbindliche Maßeinheiten hervorgebracht hätte wie die österreichische. Das Vage und Dehnbare in diesen internen Maßeinheiten erscheint mir auch als ein Indiz, ja als eine Facette des österreichischen Wesens an sich zu sein. Schauen Sie, dass bei uns ein Weg breit ist, wann er lang ist, wundert keinen mehr. Wo war es denn so lang? Nur ist ein brader Weg. Auch dass man endlos auf etwas wartet und ewig nicht drankommt, auch daran hat man sich schon gewöhnt. Ja, selbst wenn jemand bei einem auf einen Hupfer vorbeischaut, wird das in den seltensten Fällen missverstanden. Ne, Frau, wir kommen dann auf einen Hupfer bei einer vorbei, gell? Ja, aber zahn's auch, mein Mann kommt da gleich. Hört man selten, ne? Etwas schwieriger wird es dann, wenn man nur um ein Ötzel daneben liegt. Kann man auch um zwei Ötzeln daneben liegen oder gar um drei, vier Ötzeln. Waren in grauer Vorzeit 10 Ötzeln einmal ein Alz. Und wenn etwas um 100 Alz verfehlt wurde, konnte man dann schon von um ein Haus reden. Warum ruft man Fußballplatz die einen, wenn der Mittelstürmer nur einen Zentimeter am Tor vorbeischießt? Nur um Eckhäuser verschossen, erst um Eckhäuser. Ne? Verschießt er den Ball dann aber gleich darauf um ein paar Meter, hast es von der anderen Seite, knapp vorbei, sagt er nicht. Um welche Menge handelt es sich wirklich, wenn jemand sagt, er war in 17 verschiedenen Geschäften, hat dort jeweils 197 Sakos in 1000 verschiedenen Größen probiert, eine Lawine zahlt und ist fix und fertig, weil überall ein ganzer Arsch voll Leute war. Wie viele Leute gehen da hinein, nicht? Ja, gehört der erwähnte Körperteil zu einer recht einflussreichen Persönlichkeit? Wie viele sind schon drin? Die muss man ja dann abziehen, nicht? Damit man einen Nettowert erhält, nicht? Und wie groß ist ein Futzel? Wann mutiert es zum Eckerl? Um welche Ausdehnungen handelt es sich, wenn wir etwas in weiterer Folge als Trumm bezeichnen dürfen oder gar als Murztrumm? Wie viel ist ein Bissi? Die Hälfte von zwei Bissi? Wohl kaum, nicht? Es gibt vermutlich keine Sprache, wo folgendes Szenario möglich wäre. Man speist, sie sagt, gib mir ein bisschen. Er gibt ihr was, sie, na, das ist ein bisschen wenig. Und niemand kann uns erklären, von wo es kommt oder gar von welchem Brauch es sich ableitet. Wenn jemand gefragt wird, ob er beispielsweise seinen Zug erwischt hätte, der dann antworten kann, aber geh ums Ohr schlecken.